Herzliches Grüß Gott nach Tirol. Ich stehe auf die Tiroler, lässige Leute, immer gerade, wenn wir draußen sind. Und schauen wir uns einmal die Aufstellung der Drachen an, des HC Kufstein. Im Tor Thomas Echenberger, sein Backup Patrick Fuchs. Der Captain Dominik Saringer mit der 94 und der Assistant Captain Tobias Wilhelm mit der 83 verteidigen in der ersten Linie. Center ist dort Herbert Steiner mit der 17, Maxi Camondo mit der 29 und Levi Ahonen mit der 64. Assistant Captain sind die beiden Flügelstürmer. Den Bürgermeister haben sie gerade vom Eis geschoben. Was wir hier erwarten dürfen, ist ein extrem körperbetontes Spiel, besonders die Kufsteiner bekannt. Allein in den zwei Halbfinalen, und da kracht es auch schon. Oh. Ratzdierer, und da ist der erste Treffer vom Topscorer. Punkt ist schon gut an. Und der Montheimer, und da ist er drinnen! Martin Orasche! Ich hab's euch gesagt, der Mann braucht einen Waffenschein für seinen Hammer. Christoph Martins! Und schon wieder Strafe angezeigt! Weltweit! Genau der Ex-Spieler, der in Kufstein gespielt hat. Super Daniel. Vorarbeit von Thomas Martins und Daniel Gasser. Und für wen das kleine schwarze Sauckerle springt? War wow, wieder ein super Schuss und tolle Abwehr. Und wieder. Boah. Schön kombiniert wieder. Lässt er den Puck liegen für Cavagna. Abgefälscht und tolle Abwehr. Big Save da von Thomas Echenberger mit dem Schoner. Aber weiter Fabian Stichaner. Bacher. Was für eine gute Kombination, aber ich glaube sogar ein bisschen überkombiniert. Und wieder Sappel. Tor. Und der Treffer. Philipp Sappel, 5 Minuten 37 gespielt im zweiten Abschnitt. Aus dem Nichts. Aufgepasst. Und die Abwehr von Steiner, auch der zweite Versuch. Und was für ein Big Save, Fanghand Save bei dieser Chance von Wuncheck. Aber hätte Tetevari, Eishockey, kein Konjunktivsport. Andi wieder gut und wieder die Fanghand, das ist eine große Stärke. Und das war die Stange. Fast. Schauen wir uns nochmal an, diesen Kracher an die linke Stange vom Goalie aus gesehen, natürlich rechts. Ja, aber dafür ist, muss damit diese Arschspieler aus der Box heraus, und das müsste man irgendwie ausnutzen. Genau, damit machen. Gassers zweiter Treffer. Der Gasser war ja gar nicht am Feld. Natürlich. Normal ist es der Wühlfang, oder? Oder der Funke Wühlfang, ja. Macht nichts. Schaut aus wie der Raser. Die Playoffs. Aber es ist der Windfang gewesen. Und jetzt aufgepasst. Schopf. Super Pass und Ratzierer. Mit dem Ausgleich. Was für eine tolle Kombination. Wie schön herausgespielt. Und Schopf dann mit dem tollen Antritt. Und Ratzierer kommt mit. Und erzielt nach einer Minute 32 im dritten Abschnitt. Das 3:3. Aber Pass auf Cavagna, wird abgefangen und schon wieder ist Frank gefährlich. Und der Treffer. Maxi Camondo. Doppelschlag der Gäste. Christoph Martins gewinnt das Bulli, also Effizienz heute bei den Dragons, genial. Bacher mit dem Ausgleich! Betty Patrick! Und jetzt nur 12 Sekunden zwischen diesen beiden Treffern. Schuss von Bacher. Bacher und Patrick.
Gasser wieder mit am Punkt. Und die Chance Gravagna auf Böck. Und nochmal die Steindorfer. Zwei große Chancen. Wieder auf Gravagna. Der wieder in Wayne's Office und die Chance und die will fahren. Christoph Martins. Patrick. Bacher mit dem Schuss, aber zu zentral und wieder einmal Thomas Hechenberger. Und da ist er wieder drinnen und wieder ist es Ratzdierer. Gibt's ja nicht, zum dritten Mal. 54-32. Die Steindorfer verteilen Geschenke, muss ich sagen. Dabei ist nicht einmal Weihnachten. Also Wahnsinn. Unglaublich. Ein Tor ist natürlich aufzuholen. Sag ich einmal. Ganz sicher, lieber Ernst. Ich lehne mich, glaube ich, nicht weiter aus dem Fenster, wenn ich sage, Steindorf, die spielerisch bessere Mannschaft und die Tiroler bewiesen Kämpferherz, die haben besser gekämpft als und die effizienter Steindorf. Abgeschlossen. Ja, genau. Ich sage der Wahl auch danke und die melden wir aber gleich wieder mit Interviews, lieber Erster-Kämpfer-Freunde. Ja, wir sind dahergefahren mit 2,5 Linien. Wir haben einen Haufen Verletzte gehabt. Das war ein erwartet schweres Spiel. Ja, die Steindorfer haben eine brutal starke Mannschaft. Wir haben, ich will jetzt nicht sagen, mit Glück gewonnen, ja, aber zum Schlussdrittel haben wir doch ein bisschen ein Scheibenglück gehabt, was dann den Unterschied ausgemacht hat. Ja. Und außerdem eine Scoring-Effizienz, die ein Wahnsinn war. Ihr habt ja viel weniger Chancen gehabt als die Steindorfer und einen starken Goalie. Ja, das stimmt. Ja. Da muss ich dir absolut recht geben. Aber mei, so ist das Eishockey. Ja. Wer mehr Tore schießt, gewinnt. Champions Hockey League Format. Auf euch wartet noch ein hartes Spiel zu Hause. Eure Fans sind toll. Wie wird man es da anlegen? Ja, wir haben ein erwartet hartes Spiel daheim. Ja. Wir haben es beim letzten Heimspiel schon gehabt. Wir haben mit 2 Toren geführt und das geht ruckzuck. Ja. Man kriegt 1-2 blöde Tore, dann ist man wieder hinten. Also wir können uns nicht drauf ausruhen. Ja, es war sehr schwer der Start. Wir sind erst eine halbe Stunde, bevor wir aufgeräumt haben, angekommen durch sehr viel Stau. Haben schwer ein Spiel gefunden, obwohl wir eigentlich in Führung gegangen sind, aber die Stimmung war Wahnsinn. Also wirklich, sowohl die Heimfans als auch unsere Auswärtsfans waren unglaublich. Es hat einen riesen Spaß gemacht heute. Ja, ich meine, Steindorf, den Namen kennt man im Eishockey, im Österreichischen. Da kann jeder Eishockey spielen, eine unheimlich gute Mannschaft. Da kommt jeder Pass am Plattel an und jeder Schuss ist aufs Tor. Wir haben es ausgenutzt. Die Chancen, die wir gehabt haben, waren da wirklich eiskalt und deshalb haben wir die Partie gewonnen. Auch ganz wichtig bei euch, das hat man gemerkt in der Defensive, ihr wisst, auf euren Goalie ist richtig Verlass. Ja, also mit Tom haben wir mit Sicherheit den besten Tom in der ganzen Liga, also nicht nur im Westen, sondern in der ganzen Liga. Auf den ist Verlass, wenn er da ist, wir haben einen super Backup-Goalie, also da sind wir super aufgestellt und dann spielt sich schon einiges leichter. Ja, ich weiß nicht, ich kann jetzt nicht einmal irgendwas Negatives sagen, weil im Endeffekt, die arbeiten hart alle, wir haben jetzt eine brutale, ich meine, die Belastung ist enorm. Wir trainieren dazwischen noch. Ich meine, es ist fast, man merkt halt in der Liga schon, gell? Du musst mittlerweile körperlich fit sein. Jetzt ist schon mal Kärntner Liga, jetzt haben wir am Montag das Spiel gegen Dreibach. Das ist nicht außer Acht gelassen, dann wollen wir ja weiter ausgleichen. Boah, es ist eine Mammutaufgabe, muss ich ehrlich sagen. Und wird trotzdem ganz, ganz schwer. Und die Scoring-Effizienz heute bei Kufstein war ja Wahnsinn. Ja, noch einmal, wir haben gewusst, dass der Tschech, dass der einfach jede Chance nutzt. Aber trotzdem dürfen wir diese zwei Fehler zum Schluss auch nicht machen, weil wir waren auch da vorne. Und im Endeffekt dann ist das darf einfach nicht passieren. Aber im Endeffekt ist trotzdem auch so, jede Kleinigkeit wird bei uns auch brutal bestraft. Muss man jetzt auch mal sagen, weil die Mannschaft gibt alles, wir spielen glaube ich taktisch sehr gut. Ich kann eigentlich nichts Negatives sagen. Es wird halt einfach jetzt richtig, richtig schwer. Wenn man so viele Chancen hat, in 2 Spielen, dass du eine Meisterschaft gewinnen kannst, was soll ich da sagen? Es wird noch aufgespielt und noch aufgespielt und noch aufgespielt. Wenn wir nicht werden direkt da aufs Tor schießen und vor die Hütten gehen, dann wird es so weitergehen. Also das ist
Das ist sehr schade, weil die Leistung der Mannschaft ist ja nicht schlecht. Aber die Chancen sind ja Wahnsinn. 5 gegen 3 Powerplay, ich finde, wir spielen da schlecht zurück auf die Blaue. Die sind meistens, das sind eine Vollpass oder kriegt dann so Sport auf die Blaue, dass schon wieder alles abgedeckt ist. Ich finde, wir müssen schneller spielen. Also das ist der Schlüssel zum Erfolg, das ist meine Meinung dazu. Ich bin jetzt nicht der Supertrainer, aber das sieht man ja. Es wird einfach viel verzerrt. Es ist überhaupt noch nichts passiert in dem Sinn. Arthur ist immer aufzuholen und so über drüber seine Idee auch nicht, dass wir sie nicht schlagen können. Und zum 50. Heuer muss ich sagen, zur Zeit bis jetzt ist alles super gelaufen. Jetzt werden wir noch trotzdem ein bisschen Party machen, werden wir halt ein paar Schmerzbier trinken und dann werden wir schauen, was rauskommt.